Moin ihr Lieben, da bin ich wieder. Weiter, genau. Ich war ja kurz auf Pause, weil ich kurz was geholt hatte. Hey, so. Ich finde immer noch nichts hier. Und das mit den Vasen verstehe ich noch nicht, mit den Gegenständen. Und meine Batterien sind ob. Das ist noch viel schlimmer. Ich sehe auch nichts in dem Regal, was man noch hätte können gebrauchen. Aha. Hier ist aber auch nichts. Nix. Ein Geweih. Und jetzt ist arschduster. Hier war ich ja gerade erst drin. Wieder ein Gegenstand. Ey, was passiert? Das war die Abstellkammer. Da war es auch nicht. Das andere Zimmer suche ich. Ich muss auf F. Ein bisschen lichter. Das heißt, wir gehen das hier nochmal durch. Das muss ja irgendein Rätsel sein. Du bleibst da sitzen. Vielleicht muss ich alle Gegenstände in das Zimmer reinkriegen. Vielleicht. Vielleicht. Hin. Da passt es schon mal nicht hin. Toll, war klar. Mal eben umdrehen, ob da ein Auto kommt. Nein, es sah nämlich gerade so aus. Oder es hörte sich so an. Boah, ich, du hörst auch Geräusche. Gier, oder? Nicht mal schön. Warte mal, da ist der Kelch. Da ist die Kiste. Was ist da hinten auf dem Tisch? Mach mal. Passt aber alles irgendwie vorne und hinten nicht. Irgendwie ist das ein Rätsel hier. Mal gucken. Passt dir die Schatulle nicht da hinten irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Ist das doof gerade. Irgendwas hat das doch zu bedeuten hier. So, ob da die Schatulle hin. Auch nicht. Hier hinten passt gar nichts hin. Da stelle ich jetzt mal die Schatulle hin. So. Passiert nichts. Licht hier. Gute Frage.
Ich habe keine Ahnung. Das können wir jetzt noch 100 Jahre probieren. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht. Okay. Ich kann nichts mehr bewegen. Seht ihr das? Okay, ich krieg keine Animation. Warum auch immer. Trotzdem sehe ich nichts. Kann ich jetzt nicht angehen, ja. Und hinter mir ist das Licht ausgegangen. Hier gibt es kein Licht. Okay. Ich bin begeistert. Hier spuckt es wie Sau. Ich sehe hier auch nirgendwo was irgendwie. Seht ihr auch nicht, ne? Hm. Das habe ich aber Pine und Jive auch immer so geliebt, bis man dann was gefunden hat. Ich hoffe, dass ich gleich mal einen Hinweis kriege oder so. Hau ja ab. Die sitzt ja immer noch. Okay. Zack, wieder das Licht hinter mir ausgemacht. Hier oben die Tür. Hier ist nix. Bis auf die Streichhölzer. Ah, guck mal. Habt ihr das gesehen? Hier ist ein Schlüssel. War die Klappe vorher auch schon auf? Das glaube ich nämlich nicht. Jetzt gehe ich nochmal geradeaus in den Raum. Ob da irgendwie noch was ist. Haben ja so viel umgestellt. Oder ist das eine Kombination gewesen, um hinten die Klappe aufzukriegen? Vielleicht. Toll. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Ja, ich weiß. Da kann man ja nicht rein. Da war ja was. Und hier ist der Ende. Toll. Haust du mir mal die Nase, die Tür vor der Nase zu, du alte Puppe? Bleib ja da sitzen. Ich habe ein Problem mit Puppen. In den Räumlichkeiten waren wir schon mal, aber ich gehe jetzt noch mal kurz gucken, ob wir irgendwas neu kriegen. Kann ja schon mal vorkommen. Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. F. Nein. Hier war auch nichts mehr, ne? Zumindest würde ich das so. Aber das kam mir ja schon mal so mit diesen Sachen ja so schon so komisch vor. Dann kann das ja nur noch an diese Tür sein, wo der Schlüssel passt. Ja. Wow. Das hat er. Gut. Jetzt habe ich Streichhölzer. Und man kommt wieder nicht zurück. Man lernt ja hier nie aus.
Aber ich habe Streichhölzer und ich habe auch noch ein bisschen Batterielicht. Okay. Die Tür ist dürr. Wir haben auch keine Kronleuchter irgendwo, ne? Nichts. Ey. Mann! Ich habe jetzt nichts Böses geahnt hier. Schon wieder Streichhölzer. Ich finde überall Streichhölzer, nur keine Batterien. Und ich sehe auch keine Kerzen, die ich anmachen kann. Scheint ein alter Mülleimer zu sein. Aha. Warum kriege ich die Scheißtür nicht auf? Es ist bestimmt einer drin. Es interagiert zwar, aber... was war das? Die Tür ging dann doch auf. Schlüssel. Der Schlüssel. Was sind wir denn hier? Das ist eine Art Terrarium? Ich hasse Spinnen. Ja. Ja. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes? Aber das mit dem Rätsel, das ist ja krass. Ja, auch nur wieder Streichhölzer. Aber auch nirgendwo was, um die Kerzen einzuschalten. Aber hier scheint auch kein Licht zu funktionieren, oder? Nee. Warte. Ha. Irgendwas ist hier. Aber ich sehe nichts. Auch keine weitere Botschaft. Und ich höre eine Stimme. Wetten, das ist der böse Onkel? Hier waren wir schon dran, das ist die Küche. Puh. Schauder. Was ist denn da jetzt runtergefallen? Ja, Streichhölzer. Ja, mehr ist. Hier gibt es auch keine Kronleuchter an der Wand oder so, ne? Oh, hier war ich noch nicht drin. Hier gibt es ein bisschen Licht, aber nicht viel. Aha.
So abgedeckte Möbel haben wir hier mal wieder. Aha. Hier ist nichts Besonderes. Auf jeden Fall nichts, was interagiert. Noch nicht. Bilder? Auch noch nicht, Geo. Waren wir hier schon drinne? Moment. Licht. Geht hier auch kein Licht. Telefon. Batterien. Ich bin begeistert. Okay. Ja, hier ist eh kein Licht. Hier ist aber eine Tür. Scheiße. Kein Schlüssel. Okay. Passt auch kein Schlüssel. Und hier kam ja nicht mehr raus, ne? Man kommt in die Trakte rein, aber nicht mehr raus. Da war ja was. Ho, 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 ho. Auch kein passender Schlüssel. Irgendwas. Ich hab's Licht nicht ausgemacht. Ach, das war meine Taschenlampe. Manchmal denke ich, da ist irgendjemand und macht mir das Licht aus und das ist die blöde Taschenlampe. Aha. Okay. Ich seh nix. Da ist nichts. Irgendwo muss doch hier wieder ein Rätsel sein. Boah. Seht ihr den Schatten da oben? Okay. Sprechhäuser sind nie verkehrt. Auch wenn ich nicht viele Kerzen zum Anzünden habe, aber... So wirklich tut sich hier nichts. Und irgendwas muss das hier noch auf sich haben. Ach, Scheiße! Guck! Seht ihr das? Das Ding ist kaputt. Hier liegen Scherben auf dem Boden. Das heißt nichts Gutes. Oh, und nee, wir sind auch schon wieder bei 19 Minuten. Okay, Leute, wir sehen uns dann morgen. Und dann schauen wir, wie es morgen weitergeht. Okay, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Tschüss.